Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zu einer neuen Folge von NBA 2K21 in der Karriere. So sieht's aktuell aus. Wir haben im letzten Spiel gegen die Houston Rockets gewonnen. Natürlich mit einem extrem geilen Poster-Dunk-Gegner James Harden. Und jetzt geht's im nächsten Spiel gegen die Timberwolves und damit natürlich auch gegen Karl Anthony Towns. Wir gucken einmal ganz kurz rein in die Statistiken. Die Lakers sind an der 1. Wenn das hier... Oder? Ach nee, das ist Power Ranking. Moment, wir müssen... Genau. Die Lakers sind an der 1. Wir sind an der 4 nach 8 Spielen. Step by Step kommen jetzt dann so Kleinigkeiten wie wir kommen in die Starting 5. Wir können individuelles Training absolvieren. Es kommen noch ein paar Zwischensequenzen. Also kommt schon noch einiges auf jeden Fall auf uns zu. Und dann versuchen wir auf jeden Fall sehr, sehr schnell Richtung Playoffs zu marschieren. Gut, dann würde ich sagen, Werbevertrag, Moment, da muss ich einmal Entwicklung, Werbeverträge, ich habe nämlich hier gerade eben bei Gatorade keine Incentives aktiviert, erziele in einem Sieg ein Double-Double und trink dir auf der Pressekonferenz aus deiner individuellen GX-Flasche, die ich aber noch gar nicht angepasst habe, ehrlich gesagt, okay, bei Kia habe ich gerade eben auch nichts drinnen, da... Erziele dreimal in einem Spiel 20 Punkte und erwähne dann, okay, das ist easy. Erziele in einem Spiel 15 Punkte, das ist auch easy, das kann ich mir direkt reinpacken. Und Beats habe ich. Wirf in einem Spiel mehr als 50%, mindestens 10 Würfe und trage im Interview. Okay. Oh, wirf mehr als 80% von der Linie, mindestens 8 Würfe und trage auf der anschließenden Pressekonferenz. Das wird wahrscheinlich unsere härteste Challenge, weil ihr wisst es mit den Freiwürfen, wir sind echt richtig mies unterwegs. Und können wir gleich mal ausrüsten. Und dann nehmen wir auf jeden Fall jetzt mal hier eine Pressekonferenz mit uns, zwar zu unserem neuen Vertrag von Beats. Rein geht's. All right, they're telling me it's time to get started. Here to take a few questions about my new partnership with Beats that I'm really excited about. Appreciate everybody coming out. My man Doug, you up, man? Sure, thanks, Junior. I'm wondering how this came about. How did you first connect with Beats? Jeder kennt Beats, sie sind einfach die Besten. Für mich gibt's nur optimale Performance auf hohem Niveau, genau wie bei Beats. Geil, okay. Jeder kennt Beats. Beats, they're huge to me, man. Yeah, just a massive company. So anytime you got somebody as successful as Beats comes knocking at your door, you gotta listen. And everybody knows they got the best headphones hands down, so it's an easy choice. So, Junior, what's your specific role going to be as a spokesperson? Ich will robust sein und ein Prime-Produkt liefern. Prime? Mit EI wollt ihr mich verarschen, ne? Ich will die Beats-Familie erweitern. Ich hoffe, dass ich das tolle Vermächtnis von Spielen... You know, Beats okay, got nice. So many great partners. LeBron, Ben Simmons. So I'm just here trying to, you know, continue that lineage of excellence while put my own unique spin on things. All right, I'm being told we got time for one more question. Mike. Hey, Junior. I was wondering if you had any recommendations. I'm in the market for some new headphones. Geile Frage. Da kann man nichts falsch machen. Die haben ein ganzes Sortiment von Produkten. Willst du einen Rabatt? Ich habe Connections, kein Problem. Ich würde einen mit Noise Cancelling nehmen. Man, personally, I go for any of the ones with Noise Cancelling feature. Yeah, those are pretty dope, man. They help you block out any distractions, stay inspired, so you can keep writing all these dope articles about your boy like you always do. All right. Sounds good. Thanks, Junior. Okay. No problem, man. Okay, I think we're good then. Thanks for coming. I look forward to showing some of the things Beast has planned, so everybody keep an eye out. Jetzt mal ohne Scheiß. Wie kann man Prime selbst in der Übersetzung mit EI schreiben? Oder ich habe irgendwie gerade eben ein Wort, was ich im Deutschen nicht kenne. I don't know. Aber ich denke mal, sie haben es einfach falsch geschrieben. Okay, lasst uns reingehen. Ich habe mega Bock zu zocken. Es geht gegen die Timberwolves und gegen Towns. Das habe ich jetzt gerade eben fett angekündigt, ohne dass ich wirklich reingeguckt habe, ob die auch alle fit sind. Towns fit, D'Angelo fit. Jo, passt. Leider natürlich wie immer ohne Kader-Update. Ich schreibe es 2K 1 Million Mal und sage, Jungs, wir brauchen das. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht sogar irgendwie nochmal eine neue Karriere starte mit einem Power-Forward oder irgendwie sowas. Dass wir dann auch die komplett aktuellen Rust haben. Ich meine, mich persönlich stört es jetzt auch nicht so mega krass. Es wäre aber natürlich schön, einfach die ganzen Jungs mit am Start zu haben und auch einfach alle Trades mit involviert zu haben. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie wichtig euch das wäre. Aber jetzt ziehen wir das auf jeden Fall hier erstmal durch. Rein geht's ins nächste Spiel gegen die Timberwolves.
Wie immer zu Beginn sitzen wir gerade eben noch auf der Bank. Das wird... Oh, D'Angelo, was geht mit D'Angelo ab? Er denkt, er ist direkt bei der Skills-Challenge am Start. Der passt. Ich schau mir jetzt ganz kurz die Sequenz an, Towns. Also ich glaube, wenn man so ins Spiel rein startet, läuft auf jeden Fall schon mal einiges richtig. Wir lassen uns einwechseln. Erstes Viertel bei 3:32 geht's rein. 14:13 steht's gerade eben. Und ab geht's. Freiwurf von Towns. Übrigens, da gerne auf meinem anderen Kanal abchecken. What Happens rausgebracht vor ein paar Tagen. Zu den Timberwolves, auch natürlich Towns. Thema. Rebound Nummer 1. Direkt in unserer Hand. Wir spielen den Ball einmal raus. Und oh, ich habe gedacht, den können wir da vielleicht eventuell reinlegen. Ne? Weil ich muss jetzt natürlich dann auch mal irgendwie so ein bisschen meine Stärke und Foul von mir. Ja. Kein guter Start. Macht aber nichts. Der erste Freiwurf von Towns verwandelt. Bei Towns natürlich auch einfach Wahnsinn, was für eine Dreierquote er in der letzten Saison hingelegt hat. Das ist schon beeindruckend auf jeden Fall. Vor allem, wenn er das halten kann. Bei ihm ist jetzt einfach wichtig, mal über eine komplette Saison konstant diese Leistungen zu zeigen, defensiv natürlich noch sich auf jeden Fall zu verbessern. Noch besser in der Rim Protection zu werden, noch besser die Räume zu verteidigen. Sein Einfluss auf die Defense ist einfach nicht so groß wie... Das war jetzt, da kann ich nichts dafür, weil das war einfach nur eine komplett strange Animation. Wenn er den ganz normal nimmt, dann sind es auf jeden Fall Punkte. Der Dreier kommt geflogen. Towns hat einfach nicht diesen Einfluss auf die Defense bzw. auf die gegnerische Offense, wie jetzt ein Embiid oder ein Rudy Gobert. Da muss ich vielleicht bei Gelegenheit auch mal ein Video dazu machen. Denn, ja, das sind einfach zum Beispiel zwei Spielertypen, bei denen du siehst, wie die gegnerischen Spieler sich komplett anders verhalten. Weil sie einfach wissen, Rudy Gobert und Joel Embiid sind unterm Korb so brutale Biester. Wie oft da abgebremst wird. Natürlich jetzt auch gerade eben mit den absoluten Gurken auf dem Feld. Sehr schöner Pass. Foul kommt von Spellman. Wir greifen jetzt schon unseren vierten Rebound ab, mit so wenig Spielzeit. Also das war auf jeden Fall gerade eben schon mal optimal und im Drive kann uns sowieso fast überhaupt niemand verteidigen. Ne? Und das, obwohl wir kaum Plaketten haben. 21:18. Letzte Woche übrigens nochmal eine fette Liste an 2K geschickt mit Dingen, die sie definitiv anpassen müssen. Ne? Das war kein Foul. Ich challenge es mal. Viele Themen mit drin gewesen, von zum Beispiel Park, einfach, dass kaum Freunde nachjoinen können. Was passiert? Weil immer 99 oder 100 Leute von 100 drinnen sind. Genauso wie das Rookie Well am Anfang komplett unnötig ist für Menschen oder Personen, die einfach keinen Bock haben, online zu zocken. Ne? Besonders wenn sich jemand dieses Spiel neu kauft, der wird halt einfach abgeschlachtet. Selbst wenn es da am Anfang gegen Rookies geht, in Anführungsstrichen. Ne? Entscheidung wird zurückgenommen, also ich hatte recht. Ja, und viele Kleinigkeiten, genauso wie hier einfach, dass man kein Roster-Update machen kann und so weiter und so fort. Jetzt gerade eben könnt ihr vielleicht mal wieder die Kamera ändern. Sonst muss ich gleich noch ein neues Ticket machen für 2K. Ticketmaster. D'Angelo. Ja. Extrem schnelles Ballhandling. Deswegen, also sollte euch auch immer irgendwas auffallen, wo ihr sagt, hey, das stört mich, das passt nicht.
dann immer her damit. Ich versuche das auch immer zu sammeln. Und auch von der Community dann auf jeden Fall aufzunehmen und 2K mitzuteilen. 23-18. Da kommt der erste Assist auf Stephen Curry, auch wenn das natürlich zum Großteil eine Einzelaktion war. 40-36 im zweiten Viertel. Jetzt zumindest mal mit Curry auf dem Feld. Towns, na, ich versuche noch zu helfen. Reicht allerdings nicht. Ich stelle einen Block. Der wird dankend angenommen. Alley-oop kommt. Ich habe gedacht, den stopft er rein. Oh Mann, dann macht er so einen... Egal. Schöne Kombination. Pick and Roll. Alley-oop Abschluss. 42-38. D'Angelo. Ehemalige Teammates. Auch wenn es nicht lange war, aber... Ein paar Spiele haben sie dann doch zusammen gemacht, D'Angelo und Stephen Curry. Pass kommt, Steph, let's go, der geht's. Yo, nächster Assist, nice. Come on. Und deswegen freut mich auch so, dass ich bei den Golden State Warriors spiele, weil ich dann auch einfach mal weiß, dass die Bälle auch mal reinfallen, wenn ich jemanden sehe. Oh, es geht gerade eben alles über Towns. Und wir sind defensiv mit Kevon Looney einfach zu schwach hinten besetzt. Wir führen trotzdem mit 5 Punkten, ne? Curry against Russell. Back to Curry. Boah, das war... Da hätte ich schon früher abschließen können. Boah, wenn der jetzt auch wieder geht. Nein. Aber wäre nice gewesen. Jetzt muss ich D'Angelo verteidigen. Kein Problem. Und es geht wieder bei Towns. Ey, jetzt langsam. Come on, Kevon Looney. Ich habe gedacht, D'Angelo zündet. Fällt nicht. Fast Break. Jo. Easy. Easy, easy. Jetzt gerade in dem Spiel wieder alles über den Drive. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. 7 Punkte sind wir hinten. Alley-oop kommt. Boom. Gerade eben noch gesagt, wir müssen ein bisschen Gas geben. Und direkt setzt dieser Alley-oop Dunk. Der Freiwurf ebenso. Davor gerade eben leider 2 Freiwürfe daneben gemacht. Aber das ist bei uns normal. Einfach unsere Schwäche. Ihr seht ja selber, wie groß das Fenster ist bei den Freiwürfen. D'Angelo. Komm, der geht nicht. Hab ich. Curry. Boah, da fast mit dem Turnover. Oh, ich hab gedacht, Draymond rettet den. 4 Punkte. Noch 1:30 zu gehen. Und Okogie kommt tatsächlich vorbei. Hatte eigentlich ein gutes Gefühl, dass ich da dran bin. Oh my goodness! Okogie kassiert den Alley-oop Poster Dunk. Und ihr wisst ja, wie schön ich immer sage, aus der Hölle. Oh Jesus. Oh Jesus. Den ziehen wir uns natürlich nochmal genüsslich rein. Und da kommt er. Alter. Scheiße. Und dann get down. Und er liegt und sagt, what the hell. Ist wirklich so. What the hell. Alter, was geht hier mit der Kameraqualität ab? Was that? Damn it. Damn it. Oh, den hab... Ey, Alter, das war der beste Freiwurf, den ich heute getroffen habe, so. Und er geht nicht rein. So, das bringt allerdings natürlich nichts. Wir liegen trotz allem immer noch mit 4 Punkten hinten. Wardell, Stephen Curry.
haben jetzt allerdings gerade eben die Chance, zu verkürzen, besonders weil Towns nicht auf dem Feld ist. Green zieht rein und zieht das Foul gegen D'Angelo. Kann sein, dass wir jetzt vielleicht raus müssen. Ich hoffe, wir dürfen noch ein bisschen auf dem Feld bleiben. 65, 68, komm. Schade. 3 Punkte. Boah, der geht auf keinen Fall. Double-Double, eingetütet. Draymond, nächstes Foul. Jetzt, gerade eben, stellen sich die Timberwolves richtig dämlich an. Und tatsächlich in der Crunch-Time wieder aufs Feld. 91, 96 und dass Stephen Curry einen Freiwurf daneben macht, ist auch so selten. Oh no, fällt nicht. Nein, Klay Thompson kriegt den Rebound nicht. Johnson. No way. No way! Und wir haben... Komm schon, einer geht safe daneben. Miss it. Miss it. Sag ich doch. Und jetzt, come on. Klay ist frei. Klay, gönn dir aus der Corner. Ja, der wäre wichtig gewesen. Weil jetzt wird's hart. Jetzt wird's richtig hart. Und ich muss draußen bei Towns bleiben. Und es gibt wieder einen Foul. Na gut, das war's. Ja, aber jetzt hast du noch 2 Possessions. Wenn es schnell geht, 3 Possessions. Und du liegst mit wahrscheinlich jetzt gleich 9 Punkten, 8 Punkten hinten. Und BAM! Come on! Der war natürlich jetzt richtig wichtig. Die sind natürlich jetzt auch im Bonus. Wir brauchen eigentlich einen Steal. Und der fällt wieder nicht. Und Pass kommt zu Curry. Alter, wenn er den jetzt macht, dreh ich durch. Nein. Scheiße. Schade. Schade, 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 schade. Ja, MVP, jetzt drehen die Timberwolves-Fans gleich komplett durch. Immer schön sachte, Freunde. Immer schön sachte. Ja. Aber hey, wir können den Ball reinspielen. Catch and shoot, Dreier. Aber dann brauchst du natürlich eigentlich direkt den Steal. Weil wenn du dann faulst, gibt es nochmal Freiwürfe. Dann bist du wieder mit 4 Punkten hinten. Aber wir geben nicht auf. Come on. Nein. Setzt nicht. Und damit ist das Ding durch und gegessen. Ja, der Dreier kommt nochmal geflogen. Bringt aber nichts. Also selbst da jetzt nochmal zu faulen, macht keinen Sinn. Wir verlieren mit 102 zu 97. Hat trotzdem Spaß gemacht, das Spiel. Vor allem, man hat am Ende das Gefühl, ganz eigentlich noch drehen. Klay Thompson, der Dreier aus der Corner, der wäre es, glaube ich, gewesen, dass wir wieder so rankommen können. Dass wir noch die Chance haben, das Spiel zu drehen. You're looking great out there, Junior. You're on your way up. Yeah, I'm just locked in right now. Yeah, I just focused on what you said, kept working team first. And it's paying off. Management tells me they're considering you for the starting lineup. Oh, are you serious? Yes. But there's something we need to talk about. So. They're actively shopping Hendricks. Are you serious? She's not even big. I know, but then they drafted you because you were the best player in the world. The
always saw you and Hendrix as feeling the same way, interchangeable. Initially, they were going to try to build up your trade value and move you, but now that you look like the future, Hendrix is the one that's going. We always thought we would make it work together. I don't know what to say. It's a business, and frankly, I don't blame them. Does he know? His team has been informed, yes. So when is this, is this trade gonna happen? As soon as they find a willing partner. Look, I should warn you. Teams can change their mind, it's fluid, but as long as you keep things up, you'll be the ones to hear. Look, but you're not gonna start until they find a trade partner for Hendrix. They wanna keep his value. Okay. I mean, that makes sense. You just focus on the game. I'll make sure you're taken care of. You'll be in touch. Good work out there. Thanks, Harper. Da haben wir gerade nochmal den Alley-Oop-Dunk gesehen im Hintergrund. Beats Incentive abgeschlossen. Kein perfektes Spiel, aber es passt auf jeden Fall dafür, dass wir jetzt gerade eben erst 8-9 Spiele gemacht haben in der NBA. Bekommen eine neue Finishing-Plakette, Wurf. Fehlen mir einfach noch ein bisschen die Attribute. Muss ich auch natürlich selber besser werden. Gibt wieder ordentlich BC obendrauf. 1300, exakt 1300, okay. Dann wollen wir unsere Incentives auch abholen, beziehungsweise erstmal ganz kurz hier posterize, ja logisch, direkt wieder eins nach oben hauen, Werbeverträge, das passt, auch da können wir direkt einen Haken dahinter machen und ja, okay, also hier müssen wir jetzt warten, bis wir, ja, bis wir eine neue Stufe erreichen. Weiter geht's nicht. Die anderen sind gerade eben alle abgeschlossen. So, Leute, also das war's. Das nächste Mal, weiß ich gar nicht. Vielleicht mal gegen LeBron? Gegen LeBron James und dann gegen Jason Tatum. Ich glaube, dass das eigentlich ganz nice klingt. Ihr seht das, wir sind kurz davor, in die Starting 5 zu kommen. OKC, Utah Jazz überspringen wir jetzt das nächste Mal. Das heißt, das nächste Mal geht's gegen LeBron James, Anthony Davis und dann geht's gegen Jason Tatum und dann gegen Zion. Also eigentlich direkt drei geile Spiele hintereinander, würde ich sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst mir gerne ein Like da, ein Abo, checkt gerne Twitch ab und bis zum nächsten Mal. Ciao.